Tatütata, der Gengi ist da. Jetzt heute mit Autobahnpolizei Simulator 3. Bleib dran! Hi Gute, wie? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der Genji und ja, wie ihr ja eben mitbekommen habt, spielen wir den Autobahnpolizei-Simulator 3. Ja, und wir befinden uns im Ladebildschirm. Oh ja, und da bin ich mal gespannt, was uns gleich erwarten wird. Wir spielen übrigens auf der PlayStation 5 mit rasant schnellen Ladezeiten. Also, übelst schnellen Ladezeiten. Wahnsinnig, wahnsinnig schnelle Ladezeiten. Meine Fresse, dieses Spiel ist doch voll das 0-15-Game. Jedes andere Spiel für die PlayStation 5 fetzt hier richtig durch und geht ja schon gut los, ey. Wir sind immer noch im Ladebildschirm. Immer noch. Noch. Diese Dudel. Wow, wir haben es geschafft. Ob man hier auch seinen Charakter erstellen kann? Wähle, wen du spielen möchtest. Yippie! Oder schauen wir mal, was das alles Feines hier gibt. Also, dann haben wir einmal den Kollege hier. Nee, das hat er jetzt aber nicht gemacht, oder? Hallo? Du gehst zur Polizei, Junge! Hat der sich eben echt den Finger durch die Nase... Okay, das geht ja noch. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Gucken, wie wir hier noch Feines haben. Nee. Ah, das war der Typ vom Anfang. Ja, wolltest du am Fingerische, hä? Wir nehmen den Kumpel. Eben echt in die Nase bohren wollen. Schön, dass man mich nicht vergessen hat. Schrock! Dein letzter Tag im Dienst hat sich allen schmerzhaft ins Gedächtnis gebrannt. Ja, geht mir nicht anders. Manche von uns hätten nicht gedacht, dass du nach dem Unfall noch wiederkommst. War ja eine heftige Geschichte. Ich habe hier doch gerade erst angefangen. So schnell schmeiße ich den Job nicht hin. Klingt, als hättest du schon Pläne gemacht. Willst du die Raser etwa selbst schnappen? Ihr habt sie noch nicht erwischt? Sieht so aus. Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für dich habe. Diese Typen scheinen uns immer einen Schritt voraus zu sein. Wenn das so ist, warum hocken wir dann noch hier rum? Das nenne ich Arbeitsplatz. Boah, diese Gesichtsanimation. Und komm mit zum Chef. Das erinnert mich ja total an Mass Effect Andromeda. Was für eine Gesichtsmimik. Wow. So, da sollen wir mal zum Spind laufen und uns umziehen. Guck mal, wie der läuft. Oh. Er guckt nach seinen Kollegen. Nee, der guckt nicht nach den Kollegen. Der guckt hier. Ey, was ist das für eine Kamera? Oh, ist die empfindlich. Naja, die stellen wir vielleicht später nochmal ein. Er hat so geguckt wegen der Polizistin, der Spacko. Guck mal, die sind doch ein paar, das sieht man doch. Also, Luigi, geh hier rein, komm. Wir nennen ihn Fuzzi. Da ist ja der Superman, scheißdeck der Gay, so schnell wie der sich umgezogen hat. Guten Morgen, Chef. Oh, da sind Sie ja wieder. Willkommen zurück. Haben Sie sich gut erholt? Es geht mir wieder gut. Hat nur leider etwas gedauert. Allerdings würde ich mich gleich noch besser fühlen, wenn Sie mich diesen Fall übernehmen lassen. Ich will den Rasern das Handwerk legen. Das kann ich zwar verstehen, aber nicht erlauben. Ich bitte Sie. Die hätten mich bei einem ihrer Rennen beinahe umgebracht. Die machen vor nichts und niemandem Halt. Genau nee. Das ist der Punkt. Nee. Sie haben noch nicht genug Erfahrung, um es mit den Verantwortlichen aufzunehmen. Da muss ich dem Chef zustimmen. Das ist ein ganzer Ring von Verbrechern. Bei deinem jetzigen Rang hättest du keine Chance. Selbst wenn heute nicht dein erster Tag wäre. Womit soll ich dann anfangen? Ich habe vorhin eine Meldung über ein gestohlenes Fahrzeug reinbekommen. Das wäre ein guter Einstieg. Übernehmen Sie den Fall? Logisch. Och,
Haben wir Tutorial? Wir machen Tutorial. Tu ich. Dann will ich mal zusehen, dass der Besitzer sein Fahrzeug wiederbekommt. Mit wem fahre ich raus? Hat Ihnen das noch niemand mitgeteilt? Sie zwei arbeiten von jetzt an zusammen. Oh, nee. Was ist mit... Jetzt komm schon. So unerträglich bin ich nun auch wieder nicht. Auf geht's. Guck mal, wie der guckt. Voll der Psycho, ey. Also dann, brechen wir Hals über Kopf auf oder gibt's noch weitere Infos? Klar gibt es die. Und ich fahre nie einfach so drauf los. Nein. Dann ist es ja gut, dass ich fahren werde. Ich darf doch fahren, oder? Vorerst. Solange du dich an die Verkehrsregeln hältst. Okay. Ist sie die Polizei? Wir brauchen keinen. Oh, jetzt labern die uns hier die Ohren zu, ey. Dass wir Fahrzeuge vom gleichen Typ überprüfen müssen. Also eine klassische Verkehrskontrolle? Gewissermaßen. Wir suchen schließlich ein bestimmtes Auto. Aber das hält uns nicht davon ab, andere Mängel anzuzeigen. Verstanden. Ich fahre. Oh, wie die Türen öffnet. So elegant. Diese Kamera macht mich fertig. Mach mal die Tür auf. Von der Handbenutzer hast du noch nichts gehört, gell? Gar nichts. Ich hätte einen kleinen Auftrag für dich. Hallo, ich bin doch schon unterwegs. Lass mich bloß in Ruhe. Hallo? Boah, diese Kamera, ey. Kannst du was für mich erledigen? Nein, habe ich gesagt. Will zum Auto. Ah, oh, wir können auch rennen. Geil, yuppie. Was haben wir denn da Feines? Im BMW fahren die Herrschaften, aha. Wo ist denn eigentlich unser Kumpel? Ich muss ja gestehen, ich habe überhaupt gar nicht aufgepasst, wie der heißt. Wir nennen ihn... Billy. Und wir sind Fuzzi und er ist Billy. Oh ja, wie schön. Ach, da ist er ja. Zack, ist er da hingebeamt. Wow. Okay, jetzt können wir die Kamera drehen. Boah, ist das so schnell. Oh, guck mal, die Texturen. Wie scharf die sind. Ach, guck mal, die Schlingel. Das Auto sieht so aus wie ein BMW. Aber das ist gar keine. Und da ist da vorne das Logo. Kamera? Das geht gar nicht. Oh, what? Behinderansicht in dem Spiel. Oh, man kann sogar rechts und links gucken. Da sitzt ja der Billy. Gute. Da heißt natürlich nur so lange Billy, bis wir wissen, wie der Fuzzi heißt, gell? Also, wir sind Fuzzi. Geil. Okay, dann beschleunigen wir mal. Und hupen. Das würde dem Schorsch gefallen. Hupen. Okay. Kommen wir mal hier raus. Und machen die Blinke an. Guck mal. Ja, hier wird anständig gefahren. Boah, bis das Auto stehen bleibt, ey. Blinke natürlich. Endlich, du. Was ist eigentlich so passiert, während ich nicht da war? Wie kommt's, dass du jetzt mein Partner bist? Große Verhaftungen oder spektakuläre Fälle gab es in letzter Zeit keine. Und warum Becker uns beide zusammengesteckt hat, muss ihn schon selbst fragen. Pass auf, dass du nicht so begeistert klingst. Sonst könnte man denken, dass du viel lieber einen Partner mit mehr Erfahrung willst. Ach was, ich muss mich nur erst an dich gewöhnen. Ey, schon haben wir was gemeinsam. Wenn das so weitergeht, werden wir sicher noch ganz dicke Freunde. Genau, und jetzt konzentrier dich. Wir müssen den gestohlenen Wagen finden. Ey, Leute, wenn ihr seht, dass ich hier scheiße fahre, Das liegt an dem Spiel. Alter, boah, das ruckelt. Für ein PS5-Spiel, ey. Und jetzt? Was ist jetzt los? Verkehrskontrolle. Willst du jemanden anhalten, musst du auf derselben Spur wie derjenige fahren. Öffne dann das Aktionsmenü mit L1. Wähle im Tab Matrix eine der Optionen für Fahrzeug anhalten aus. Sobald das Fahrzeug angehalten hat, musst du mit dem Fahrer sprechen, um eine Verkehrskontrolle einzuleiten. Ah, ist doch easy peasy. Let's fix. Ja, aber die Steuerung ist unterirdisch. Wuhu. Wuhu. Sehen wir uns um. Hier soll irgendwo das gesuchte Fahrzeug sein. Wie wär's mit dem blauen da? Das passt zur Beschreibung, die uns die Zentrale gegeben hat. Das Symbol ist so riesig, dass ich jetzt erst das blaue Auto sehe. So, jetzt müssen wir dran vorbeifahren. Jetzt davor. Und jetzt die Matrix auswählen. Verkehr ausbremsen. Fahrzeug anhalten. Ist das hier, oder was? Hä? Okay, auf der Matrix steht ja gar nichts. Wo bleibt der stehen?
Cool. Boah, ey, die kam. Ey! Hallo! Hä? Ich hab doch da drauf gedrückt! Also nochmal. Alge, über die Matrix das Fahrzeug an. Das hab ich doch gedrückt. Alter, ey, wo eine Beschleunigung, du. Oh. Fahr doch mal. Ey, wir fahren 140. Also, jetzt fahren wir vor denen. Und jetzt Matrix und Verkehr ausbremsen. Was steht denn da oben? Fahrzeug anhalten. Hä? Die wollen mich doch verarschen, ey. Jetzt muss ich wieder so ewig beschleunigen. Und das ruckelt, oh, das ist ja echt unglaublich. Also, nochmal vor den Matrix aktivieren. Verkehr ausbremsen. Fahrzeug anhalten. Ausschalten. Hä? So scheiße. Hier auf der Matrix passiert aus. Dieses Fahrzeug kann derzeit nicht... Okay, also es muss wahrscheinlich näher hinter uns. Nein, 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 nicht. Oh, das bin überhole. Jetzt nochmal. Ans Fahrzeug in der Nähe. Oh, dann fahr vorbei. So, jetzt nochmal. Wir sind jetzt hinter dem Fahrzeug. Jetzt machen wir die Matrix an. Jetzt geht's erst. Ich bin dran. Achso, ich muss jetzt vorne dran fahren, oder was? Okay, und. Oh, war das knapp. Meine Fresse. Boah, aber die Grafik ist schon... Uiuiuiuiuiui. Und schon wieder Ladezeit. Das Leben zieht einem nur vorbei hier. Oh. Aber diese Musik. So, Hendo, du Saftsack. Du hast mich zum Schwitzen gebracht. Hallo. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Habe ich etwas falsch gemacht? Ja, du klotzt beschissen. Kontrolle angehalten. Dokumente überprüfen. Ich würde gerne Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Der Klassiker. Müller Enrico, 95 geboren. Das Auto gehörte Olga Escalada. Escalado? Das klingt ab... Nö, da links. What? Ah, jetzt können wir uns das angucken. Mit dem hier? Aha. So mal richtig. Dann können wir hier den Müller Enrico drücken und mit dem Namen verbinden. Und Fahrzeugklasse mit der Fahrzeugklasse verbinden. Cool. Sieht alles in Ordnung aus. Dann kontrollieren wir ihn mal auf. Alkohol, darauf haben wir doch alle gewartet. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich, kein Problem. Im ersten Moment dachte ich, der hätte den Mund schon auf, jetzt wäre die Zunge. Darf mir gar nicht laut erzählen. So, jetzt drücke mal, jetzt trinkt er das in den Mund gedrückt. Schön reindrücke. Piep. Nix. Alles in Ordnung, Sie haben wirklich nichts getrunken. Dann... Machen wir den Drogentest. Komm, jetzt nehmen wir die ganze Palette mit. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Würde ich nie tun. Hirn verschwitzt. Was? Markiere Merkmale, die auf Drogenmissbrauch hinweisen. Mindestens 3 markierte Merkmale erlauben einen Drogentest. Vermeide Drogentest, wenn Sie nicht gerechtfertigt sind. Okay. Hat er verschwitzte Stirn? Ne. Augen. Vergrößerte Pupillen. Gerötete Augen. Hastige Augenbewegung. Zucken. Schwer. Nase, Rötung, leichtes Nasenbluten. Nö. Mundschmatzen? Nervöse Kopfbewegung? Ich glaube, der ist clean. Die Augen sehen noch relativ normal aus. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Und jetzt tun wir natürlich noch das Fahrzeug untersuchen. Wenn schon, denn schon. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Hier kann man auch die Tür öffnen, oder was war das? Helfen! Ah, das machen wir gleich. Aber erst mal der Kofferraum. Was haben wir denn hier Feines? Wir haben hier das Warndreieck. Jawohl. Dann haben wir einen Tennisball. Ui. Eine Einkaufstasche. Was haben wir denn da drin? Also, eine Flasche Wein. Dann sowas ähnliches wie eine Coca-Cola. Und Saft und Milch oder so, ne? Dann haben wir hier noch Ordner. Sehr langweilig. Die werden sogar in Schwarz-Weiß angezeigt. So langweilig ist das. Dann haben wir den Verbandskasten. Sehr wichtig. Müsst ihr immer in eurem Auto haben, und zwar aktuell. Ja, müsst ihr auf das Ablaufdatum gucken. Dann hat er noch einen süßen Teddy.
Da werden ja normalerweise die Drogen versteckt, aber sieht clean aus. Ich würde sagen, der Kofferraum sieht gut aus. Jetzt gucken wir uns mal die Reibe an. Hintere Achse, messen. Okay, dann wechseln wir die. Oh, wie komfortabel! Ah, muss man doch die andere Seite wechseln. Ich dachte, man könnte sich jetzt von Reifen zu Reifen arbeiten. Und so wie ich es richtig sehe, ist vorne alles gleich. Dann checken wir mal das Licht. Also, Blinker gehen und das Abblendlicht leider nicht. Oh, jetzt haben wir den Drecksack. Den Herrn Müller. Jetzt testen wir hier doch auch mal mit. Funktioniert. Blinker geht. Und Bremslicht. Okay, ein Lichteffekt. So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Also Kontrolle beenden heißt in dem Fall wahrscheinlich, ihm jetzt aufmerksam machen, dass ein Lichteffekt ist. Haha, ihn abblenden nicht kaputt. Verhaftung und nicht fahrtüchtig. Lassen wir ihn weiterfahren oder Bußgeld? Es ist ja noch mitten am Tag. Ich bin ein Assi. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. Ja, gut. Ich habe jetzt fälschlicherweise einen Alkoholtest gemacht. Okay, ich habe richtigerweise ein Bußgeld festgelegt. Whee. Und fort. Direkt weggefaked. Zack, zack, weg von meinem Pinkler hier. Geil. So, ab ins Auto. Das war wohl nichts. Was machen wir jetzt? Fahr mal weiter. Irgendwo muss das gesuchte Fahrzeug ja sein. An alle Einsatzfahrzeuge. Der gestohlene Wagen wurde gesichtet. Das muss unserer sein. Den kriegen wir. Hier Wagen 1. Könnt ihr uns die Position schicken, an der Wagen zuletzt gesehen wurde? Kommt sofort. Ihr müsst euch aber beeilen, wenn ihr den noch einholen wollt. Verstanden. Dann gib mal Gas. Ach, jetzt darf ich? Ja, du darfst. Jetzt mach schon. Ja, jetzt. Oh, die scheiß Kamera. Aber ob wir dieses Auto finden werden und wie schnell wir fahren dürfen und wie dieses Spiel uns weiter nervt und in den Bann zieht zugleich. Weil interessant war es ja schon. Wo? In was für ein Spiel kann man so titelliert jemanden zu einem Alkoholtest bitten, den Kofferraum untersuchen, mit einem Fake-BMW rumheizen, mit einer Kamera sich eine Übelkeit verschreiben lassen? Nur in diesem Spiel. Wenn ihr das nächste Mal das nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder ein. Habt einen schönen Tag und tschüss.